Vorschau Nummer 3 von Epic Car Factory. Wir spielen einfach weiter und ja, haben letztes Mal noch ein Auto gemacht, was irgendwie 107 Punkte gebracht hat. 120 war das Beste, aber okay. Die Awardshow ist zu Ende, okay, dann ist das nochmal gekommen. Das hatten wir aber eigentlich letztes Mal schon gesehen, dass wir selbst im Rennen Platz 1 waren, obwohl wir keins gefahren haben. Aber naja, die wir erhalten haben, anscheinend erhöht sich die Beliebtheitsgrad und die 60 Leute kamen da noch rein, ja. Ich denke, das ist auch die letzte Vorschau, die wir hiervon machen wollen, weil es ist doch tatsächlich so, dass sich das Spiel dann doch wiederholt. Wir können hier nochmal reingucken, entwickeln, ist natürlich klar, da können wir dann noch schauen, dass wir hier Holz, Stahlrahmen haben wir. Ja, das sind unsere Entwicklungen, die können wir aber jetzt gerade nicht vorantreiben. Produktion ist Modell, kaufen, Forschung. Wir haben 88 Forschungspunkte. Kurbel Hochglanz, V2 Öko und Kordel. Bei diesen Reifen steht der Look im Vordergrund, sie gehören in ein Kunstmuseum. Ist Kordel gemacht oder nein, so funktioniert eben Reifen schön. Na komm, wir nehmen trotzdem das letztere Mal und machen das. Weil die Reifen waren ja jetzt noch nicht so der Bringer. So, jetzt machen die das da heile sozusagen und schauen wir mal, wie die da die Punkte rauskommen. Holen. Rennen verfügbar, der Vorverlauf, die Anmeldung ist für einige Wochen geöffnet. Gut, dann wollen wir doch ehrlich das Auto warten, ab rennen. So, die wollen wir uns nochmal angucken und wir wollen mal hier unser Top-Auto aus der letzten Runde nehmen. Wir machen mal nur die 112, obwohl, scheißegal, können wir auch so machen, oder? Ja, machen wir mal so. Dann sind wir da auf Platz 1 mit der sicheren Seite, wenn, ne? So, jetzt machen wir die Reifen hier noch besser. Boss, wir haben künstlich sehr gute Presse erhalten, alle kommen wegen Aufträge zu uns, da können wir mehr als uns berechnen, dann zeigen wir so richtige Aufträge, sollten wir mal, Belohnung, Aufträge plus 40%, Boss, das Rennen der Feuerballlauf wurde gerade beendet, wir haben den ersten Platz belegt. Na, super. 20 neue Fans. Läuft, oder? Machen Motorengeräusche Kinder wirklich klüger? Bestimmt. Hier, was sonst? Aber wir haben jetzt das geupdatet, das Rennen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Die setzen sich da alle hin. Was machen wir dann? Produktion, Forschung, Tuning, Auftrag. Zeigt die Verfügung, Aufträge an, Versuch, schnell Geld zu verdienen. Gibt es da Aufträge tatsächlich? Oh, da kann man richtig viel Geld verdienen. So, so. Dann machen wir das doch mal gerade, oder? Wenn es da Geld für gibt, warum nicht? So, da ist das Chassis. Schalte ich dieses Ding jetzt aus, okay. 117. 226. Oh, ich bin behämmert. Sehr schön. 317. 406 hat das gegeben, wow. Da haben wir jetzt die Kohle für gekriegt, oder? Boss, der Auftrag ist abgeschlossen, wir haben es pünktlich geschafft, sie haben gezahlt, die komplette 112.000. Wir sollen dieses Geld für etwas Lustiges ausgeben, einfach das Zeug, für das wir es immer ausgeben. Klar. So, jetzt Aktionen, was haben wir da? Werbung, Marktforschung, Artikel. Marktforschung. Oh, nochmal Marktforschung für beides. Wir haben ja die Kohle da oben. Auf dem Weg geworden. Die sind schon ganz schön viel theoretischer Kram. Aber ich verspreche, dass sich investiert lohnt. In Kürze werde ich die ganze Finanzierung präsentieren. Okay. Aktion hat mal Info. Produkt, Personal, Forschung. Ah, das ist die Forschung, die wir schon gemacht haben. Pelo 9, 2,5 ist so schon. Okay. Nein, der ist ja nicht schlecht, ne? Wie viele Forschungspunkte haben wir? 52. Dann gehen wir doch nochmal in die Forschung rein. Kordel V2 Öko. Mehr kommt. Ach, wir können sowieso gerade nichts. Also doch können wir, wenn wir da draufklicken. Kordel. Ja, das ist ja jetzt nicht so. Ach komm, wir forschen das auch noch. Dann haben wir noch einen Reifen mehr, ne?
Verkaufszahlen. Was haben wir denn hier so noch? Etwas ist passiert. Wir haben ganz genug Passagen. Ach so, das ist klar, okay. So, die sind dann noch am Vorwerken. Wir forschen den Kordelreifen. Das war noch einmal die Drehrichtung. Hallo Boss, wir haben Autodaten der Fahrtforschung gesammelt. Die Folgepreistrottige ist am erfolgreichsten. Niedriger Preis und die am meisten gefragte Überlegung ist Komfort. Jetzt sollten sie sich die Autos selbst verkaufen. Okay, wenn das fertig ist, also niedriger Preis mit Komfort. Ja, komm, werde fertig, damit wir weiterarbeiten können, ne? Einer ist schon abgehauen. Ich hoffe, niemand schaut hin. Alles klar. So, dann wollen wir doch mal Produktion gehen, entwickeln. Stahlrahmen. V2. Also was nehmen wir da? Kurbel oder Hochglanz oder Kordel? Da steigert das die Optik. Ah, das heißt, diese beiden sind im Endeffekt. Ach, das soll nicht Kurbel heißen, das soll auch Kordel heißen, aber Hochglanzkordel. So sieht's aus, okay. Pelo 9,25 nehmen wir natürlich. Und Fokus liegt auf Komfort. Und los geht's. Niedriger Preis. Und dann gehen die Dinger weg wie warme Semmeln, oder wie war das? Zack. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir das alles so richtig machen. Als erstes kommt der Komfort, aber die Chassis. Stehen leider nur zwei am Band. Das ist schon wieder schlecht, ne? Dass zwei Pause machen. Aber einer ist davon sehr gut. So, die zwei machen das. Das wird dann nicht so viel, ne? Ah, der dritte kommt schon dazu, okay. Aber der hat auch gleich den Fehler reingebaut. Sind es aber vier. Okay. Das wird schon werden. So, nächste Kategorie ist dann die Geschwindigkeit. Alle vier sind am Band, das ist schon mal gut. Können wir den besten auswählen. 13, 18, 21, 41. Brauchen wir nicht reden, das ist der beste. Wir machen Rennwagen. Komfort ist mit 214 jetzt nicht so toll geworden, aber naja. Ist halt so, ne? Ja. Durch die Geschwindigkeit ist hier auch hier schon ein bisschen was hingekommen jetzt, ne? Oder was? Naja, nicht schlecht. Komfort mit 214 wäre noch steigerungsfähig. Die Geschwindigkeit ist schon höher. 8 Optik. Okay, sieht gerade nicht so toll aus, ne? So, jetzt kommen die Pneus. Das war hier jetzt der Verbrauch. So, dann wollen wir mal gucken, wer der Verbrauchsspezialist ist. 29, unser letzter Arbeiter, den wir schon immer hatten. Gut. Komfort ist, glaube ich, ein bisschen gestiegen. Super. Die Anmeldung ist für einige Woche, dann lass uns das da mal mitmachen, ne? Ja. 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 Der muss noch einmal dahin. Ja. Haben wir alles gemacht. Yeah. Komfort ist noch 218. Das könnte besser werden, ne? Aber wenn die Karosserie drauf kommt, könnte es vielleicht auch noch mit dem Dingens besser werden. Mit dem Komfort, oder? Weiß ich aber nicht. So, jetzt noch das Blaue. 20, 31, 33, 33, ja, es ist. Ist natürlich wieder der gleiche, ne? Das ist der Topmann. 275 haben wir jetzt hier, das ist gestiegen. Komfort. Na, schauen wir mal, wie sie weitermachen. Super. Zu dritt. Der Watcho ist zu Ende. Sehen wir mal, wie wir abgestimmt haben. Höchste, erste, oh, dann nur der zweite. Beste Leistungsverdurz fährt weit, das gut, ja. Auto des Jahres, Rennen, na okay, war jetzt nicht der Top, aber
Auch nicht schlecht, ne? Marmelade schmeckt gut auf Toast. Ja, cool, oder? Alles klar, lass uns die ganze Löcher füllen. Genau, Fehler 11 Stück noch. Oh, 14 Löcher. Super. 10 nur noch. Super. 6 nur noch. Ja. Super. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die Kiste heißt, ne? Naja, aber der wird schon hier unsere Verkaufszahlen hochbringen. Und mit fast 100 ist er auch gar nicht schlecht. Okay. Hier steht er, ne? Ich könnte den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen. Ja, kann ich mir vorstellen. Oh, Verkaufszahlen 50, Gewinn 87.000. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? Gucken wir mal rein. Wir haben 36 Forschungspunkte noch. Können wir da noch was machen? Den V2 Öko können wir da noch mal. Ja, komm, machen wir den auch noch, bevor wir nichts machen, ne? Dann sind die Punkte auch weg. Was haben wir denn noch so? Personal können wir noch einstellen, aber das bringt ja, glaub, nichts, oder? Werbung, Marktforschung, Artikel, Info, System war speichern und was, ne? Ja. Modell kaufen. 17, 14. Chrysler 70 ist dann der teuerste. Jetzt müssen wir mal überlegen, ob wir den auch, wir könnten den ja auch gerade nochmal so eben kaufen, ne? Machen wir dann. In diesem Motor findet die Verbrennung aus statt. Geil, oder? Okay. Lass mal gucken. Glatt. Ah, schade, jetzt ist. Lanco Lombia. Ich glaube, den haben wir jetzt gekauft. Naja, ist egal. Okay, es gibt einen Vertragsjob. Ah, wollen wir nicht. Wenn ihr euch behalt, können wir alle früher nach Hause. Genau, so ist es. So, jetzt nehmen wir das neue Gerät in Angriff. Bus und sein ist wieder hier und will uns die Dinge verkaufen. Möchte sie das Angebot einmal ansehen? Ja, warum nicht? Wissenstrank, Verbrauch, Komfort. Zack. Optik. Keine Pause. Gut, das reicht so. Produktion. Tuning. Aber wir haben ja keine Punkte, da kann auch nichts tunen. Produktion entwickeln. Stahlrahmen. V2 Öko. Machen wir ruhig. Kordel Hochglanz. Chrysler 70. Der ist sogar mehr wert. Wir machen den Chrysler 70 mal so. Und Fokus ist nochmal auf Komfort. Kann ich denn etwas Forschung? Okay, dann sehe ich das, aber nee, das bringt mir jetzt nichts. Komm, wir machen nochmal Komfort. Ich gehe von aus, dass es auf dem Markt noch nicht verschwunden ist mit dem Komfort. Niedriger Preis und los geht's. Zack. 24 Wochen, alle vier sind da. Warte, ich muss jetzt hier, was kann ich denn jetzt hier machen? Wie ging das denn noch mit dem Trank? Aktionen. Personal, Schulungseinstellung. Keine Pausen. Zack. Aktionen. Artikel und Komfort. Oh. Können wir nicht machen, schade. Hätten wir das dann umgekehrt machen müssen, ne? 17. 29. Ja. Ja. Die machen jetzt keine Pause, der Komfort geht richtig hoch. Alles läuft wieder normal. Okay. Muss ich aber den Kerl vom sogenannten Schwarzmarkt wieder gesehen, der hat uns wieder an. 6,4 könnten wir uns gerade so leisten.
Okay. Da ist er. Okay. Alles klar, klassische Mafia. Oh, da gibt es aber schon jetzt schicke Autos, hä? Kostet nix. Warte erstmal ab. Wir machen erst dieses Auto fertig und dann gucken wir uns noch die Mafia da an. Starke Autos für starke Männer. Schauen wir mal. So, jetzt kommt der Motor, also die Geschwindigkeit rein. Ich glaube, es ist wieder unser einer Mitarbeiter, der sowieso der Boss da ist. 13, 18, 21 und 41. Ja. Ja. Sir Long Smile ist unser Mann, ne? Ja. Und kommt vorher schon bei 324. Respekt. Anscheinend müssen wir den Arbeiter jedes Jahr ein Gehalt zahlen. Auch jetzt ist es wieder soweit. Gesamtkostengehälter 907. Boss, wir haben kein Geld mehr. Offen gesagt, schreiben wir rote Zahlen. Glücklicherweise habe ich einen Freund, der in der Bank arbeitet. So konnte ich schnell einen Kredit für uns regeln. Wir bekommen 78.000, damit wir das Geschäft bleiben können. Ja. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir den Kredit wieder abbezahlen, oder? Aber warte, den Bericht will ich mir mal angucken, den Jahresbericht. Als Reiter hier auf Platz 1. Hier auf Platz 1. Hier auf Platz 1. Firma Umsetzung gewinnen, gibt sowieso nur zwei Stufen, alles klar. Das ist prima. So, jetzt kommen die Pneus dran. Die Pneus bedeutet das Grüne. 29 wieder. Ja, sieht doch ganz schick aus, das Auto. Komfort 328. Ja. Ja. Gut, läuft. Ja. Ach, da wirkt noch die Dingens, alles klar. Kann man hier unten links die Cola-Flasche sehen oder was es auch immer ist, die Dose. Die Pausendose. Luft ablassen, Moment. So, letzte Stufe. Ist jetzt die Optik. Da kommt die schicke Karosserie und dann müssen wir die Optik noch schnell durchmachen. So, 20, 12, 31, 33. Los geht's. Ja, ist ja schon richtig gut hier, oder? Ja. Ja. 91 so. Und jetzt kommen noch die Ballerdinger da drauf. Ohne Pause ist noch aktiv. Das ist ja super, oder? Jetzt ist die Pause weg. Aber 386 ist schon mal eine Nummer, oder? Dann lass mal gerade hier reingucken. Ehrliches Auto erwartet. Machen wir. Ach so. Warte mal, das brechen wir nochmal ab, in der Hoffnung, dass es gleich noch geht. Weil der Wagen kommt ja gleich von der Dingens, sag schon. Vom Band. Ja. So, da kommt er. Können wir den schon aussuchen? Weiß ich nicht. Ne, jetzt erst 70. Ja, dann bringt uns das nicht viel, aber wir können dann abgelaufen. Okay, ging sowieso nicht mehr. Na, ist jetzt nicht so schlimm. Gut, das hat geklappt. Wir haben das. Jetzt müssen wir mal gerade gucken, wo sind denn... Ich habe gehört, unsere Autos verkaufen sich gut, obwohl das stimmt. Werbung, Marktforschung, wo ist jetzt Geld? Tuning, Forschung, Modell kaufen. Nee, Personal, entlassen, Stufenaufstieg, Schulung. Wir klickern mal durch. Das ist ja unser bester Mann. Den brauchen wir jetzt erstmal gerade nicht schulen. Da gibt es einen, der nur eine 11 hat.
Dann die 11 mal mit Fahrzeugmontage, Karosserie, Metall, Guss, Handbuch, Lektür. Aber ach so, das ist ja, ach so. Karosserie, Metall, Guss, wie, okay, da geht's nur ein bis zwei höher. Ja, komm, machen wir für den, ne? Ist die Frage, ob es das wert war, ne? Da ist jetzt diese Geschichte. Ja, das machen wir für ihn mal. Okay. Und dann haben wir ihn hier noch, der eine 18 bei Komfort hat. Karosseriebau wird schlechter. Da würde nur eine Position besser werden. Dann machen wir das doch hier, oder? Yep. Naja. Und dann haben wir noch einen, ne? 29, 29. Da wird er noch schlechter werden. Handbuchlektüre bringt gar nichts. Oh, da bin ich mal gespannt. Ach so. Der kann nichts besser werden. Doch, da könnte einen noch besser werden. Und hier, da hat er da oben eine Abwertung. Dann machen wir das doch noch hier. 20.000 mal für einen Komfort. Können wir ja mal machen, oder? Gut, dann sind wir da durch. Produktion haben wir dann. Forschungspunkte haben wir 28. Gucken wir nochmal rein. Gibt aber nichts zu forschen. Also tunen wir was, wenn es geht. Aber doch, da gibt es den Chrysler 70. Schickes Auto war das. Dann forschen wir den. Forschen nicht. Verschickern wir den. Machen wir den noch hübscher. Hier, da steht er. Verkaufszahlen 60. Aber wir wollten noch die Dingens, die Geschichte mit dem Produkt. Ich glaube, wir haben jetzt Glück gehabt mit dem Geld, ne? Das kann man nirgendwo abzahlen oder sowas, schätze ich mal, oder? 1100 hier, da war unser Bringer. Rennen verfügbar. Der machen wir jetzt da wieder rein. Komm, machen wir. Schauen wir, dass wir das hinkriegen. So, das ist dann fertig, ne? Na, Christine, jetzt Katrin sagen, na, gucken wir uns doch mal an hier. Da steht alles Not da. Oh, das ist natürlich kein schlechter, ne? 146, kaufen wir. Wir haben Platz 1 gemacht, alles klar. 20 Fans bekommen. 14 Punkte gibt es noch. Können wir noch was tunen? Ja, hier oben. Hat das aber. Nee, brauchen wir nicht machen. Machen wir nicht. Wir produzieren ein Auto. Weiter. Den normalen V2. Den Öko nicht. Kurbel Hochglanz. Ja. Und das neue Auto. Und Schwerpunkt liegt auf Forschung. Preis machen wir niedrig. Das soll mal für uns sein, das Auto, oder? So, Chassis kommt, Stahlrahmen. Und das ist 30, die Sache. 27 hat er daraus gemacht. Jetzt gucken, was alle vier daraus machen. Ah, warte mal, Aktionen, da haben wir noch was. Ganz schnell. Gut.
sind wir zu spät dran, aber naja, vielleicht wird es ja trotzdem noch was. Super. Super. Okay, Bosgebäscher Schlupfloch, dass wir das umsetzen, ausnutzen konnten. Wir haben viel Geld gespart. Wir sahen Steuerbeschleunigung von der Regierung ab. Großartig. Geld 2.500 plus. Super. Gut. Nächster Schritt, Geschwindigkeit, der Motor. Da haben wir den V2 und kein Öko. Wer will denn schon Öko, ne? Blödsinn, Öko. So, 41 und richtig ran da unsere Rennmaschinen. Schwarzmarkt haben wir auch noch nicht aufgerufen, ne? Ja. 333 war das gerade. Komm, wir klicken nochmal ran. Na, weiß ich auch nicht, was wir da noch mitmachen. Auto fertig und dann machen wir das mal, oder? War das nicht sowieso schon ruhig? Naja, gucken wir mal. Hier kommt aber jetzt nichts zu, oder? Doch, jetzt. Oh, mehr Leistung, Förderbund muss schneller, ne? 283, okay. Jetzt kommt hier die Pneus da dran, ne? Der Öko-Touch hier, Verbrauch. Ja, 12, 13, 19, 29. Ja. Ja. Sehr gut. Ob das Auto was wird, ist natürlich eine andere Frage. Jetzt haben alle vier einen Fehler da reingebaut. Ja. Einer geht schon. Ja, das kann ja nichts werden, wenn die alle so Fehler reinbauen, oder? Nur 106. Verbrauch ist jetzt überbewertet, ne? So, jetzt die Optik. So, Optik. Ach, schon wieder vorbei. Ah, der ist es. Es sind nur drei am Band, kann das sein? Sir Longsmile macht das schon. Na dann. 147 die Optik. Ich bin müde. Geld haben wir noch genug. Yep. Jahresbericht ist mal noch einmal ganz nett. Wir sind auf Platz 1 und da sind wir nur noch auf Platz 4 beim Gewinn. Okay. Ist ja nicht so dolle, ne? Ja. So, das ist durch. Ja, oder fast durch. Jetzt noch die Dingens raus, die Macken. Yeah. Ja, jetzt fährt er weg. Jetzt wollen wir mal gucken, wie gut er ist. Oh, nicht so ein tolles Auto. So, jetzt gucken wir mal einmal hier. Das klassische Mafia-Auto hätte ich gerne noch ausgewählt. Klassische Mafia-Auto, ja, 14 bis Datum. Welches ist ein Job aus unserer Wahrscheinlich zu sehen? Also, das spricht dafür, dass viele Gangster gerne fahren würden. Wir können es bauen, wenn wir wollen. Und sie nehmen das Modell und verwenden es als Lohnung für einige ersten Familienmitglieder. Das Auto muss die BWM 503 Mob verwenden und mindestens die folgenden Werte haben. Okay. Alles klar, es ist jetzt so, dass wir gucken müssen, dass wir an die Karosserie kommen. Kann das sein? Die Karosserie gibt es aber noch gar nicht. Okay. Forschung, gibt's nix. Tuning Auftrag. Tuning 75 Punkte. Ah, da ist es.
Okay, das bedeutet, wir müssen jetzt hier schauen, dass wir die 146 Punkte schon schnell zusammenkriegen. Das bedeutet Produktion, entwickeln, Stahlauto, V2, Hochglanzkurbeln. Ach, da ist er ja schon. Stopp mal. Kann ich das noch aufrufen? Nein. Das bedeutet... Warte, ich muss mir die Werte merken. Wir brauchen da... Da... Verbrauch 280, Komfort 295, Aussehen 300, Geschwindigkeit 300. Bup. Ja, 14. 280, 295, 300, 300. Aussehen war das letzte, Geschwindigkeit das zweite, also 295, 300, 280. Ja, dann wollen wir das doch mal schauen, oder? Da kommt er wieder zum Einsatz, weil bestes Auto ever, oder wie war das? Gut. Abgeschlossen. Produktion entwickeln. Das ist das Beste. V2. Hochglanz. Und der Mob. Und wir müssen das bei... Ich glaube, die Optik war für uns immer schwierig, glaube, oder? Komm, zack. Hoher Preis. Zack. Zack, machen wir. Alle sind schon mal da. Der 30er ist der Beste. Los geht's. Ja. Fertig, glaube ich. Schauen wir, dass das über 300 geht. Über 280 oder was? 295. Keine Ahnung, wir werden es gleich sehen. 170 reicht noch nicht. So, alles erster Platz wieder. Ja, sehr gut. 60 Fans dazu. 264, das reicht nicht. Das reicht. Gut. Komfort ist schon passend. So, zweite Sache, Geschwindigkeit. Das muss 300 sein, meine ich. Alle vier am Band, das ist schon mal gut. 13, 18 und die 41. Mal hoffen, dass das klappt. Ich glaube, wir hätten hier den Fokus auf Verbrauch legen müssen. Okay, 211, einmal noch, das sollte reichen, oder? Kriegen wir über 300. Nicht ganz. Ah, nur noch zwei da. Ah, jetzt drei. Reicht. Zum Glück. Ah, Verbrauch war das, Komfort. Optik war nicht das Problem, glaube. So, jetzt geht's. Jetzt zählt's. 12, 13, 19, 29. 40. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da auch noch 295, glaube ich, erreichen. Oder 280? Ich weiß es nicht. Sind alle vier da? Ja. 131, das reicht noch nicht. Posthändler ist wieder hier und will uns wieder Dinge verkaufen. Müssen wir eingebaut werden? Ja, klar will ich das haben. Schneller. Verbrauch.
Ist schon zu spät. Optik? Optik geht noch. Verbrauch? Pack auch noch rein. Keine Pause ist auch noch da. Keine Pause ist jetzt sowieso zu spät, aber wir werden jetzt gleich noch schnell die Aktion starten mit dem Artikel Optik. 203, das reicht noch nicht. Leute, legt nochmal rauf. 292. Einmal Wertung noch bitte. Ja, reicht. So, und Optik haben wir den Drink genommen, das sollte also auch gehen. Wie hat das Ding? Topfernsehen, dass viele Gangster gerne fahren, weil wir können es bauen, wenn wir wollen, und sie nehmen die Modelle und. Das kriegen wir alle hin. Was war jetzt aussehen? 300. Sie brauchen es in weniger als 8. Wenn wir rechtzeitig fertig sind, bekommen wir eine Belohnung. Ja, gut. Das sollte jetzt kommen, oder? So, das letzte ist die Optik. Ich nehme mal ihn, damit wir eine andere Optik kriegen, sozusagen. Schon fast reichlich. Boah, 500, 437. Alter Schwede. Charismatisch. Nur noch 3 Leute am Wagen. Ja. Und die 300 kriegen wir jetzt aber fertig, oder? 311. Das reicht. Das reicht. Bericht kurz angucken. Wir sind Erster. Wir sind unter ferner Liefen. 13. Okay. So, das Auto ist gleich fertig und das ist ein Wahnsinnsauto. Aber 37 Fehler. 41 Fehler. Ja. Es wird sich nie verkaufen. Ja, bei den Fehlern glaube ich auch nicht. Da müssen wir noch dran arbeiten. Aber die machen das doch alle weg, oder? Ist da irgendwo ein Zeitlimit, dass die mit den Fehlern gleich auf den Markt kommen? Nee, ne? Ja. Gut. Ja. Nee, warte, die gegen Auto Awards machen wir mit diesem Auto, wenn. Ich hoffe, das klappt noch. Oh Gott, das Auto können wir gar nicht verwenden. Alles klar, dann lass die Awards auch sitzen. Gut, das bedeutet, dass dieses Ding ist jetzt nicht in der Liste. Wir haben dafür 1400 sonst was gekriegt. Das war ja gar kein schlechter Preis eigentlich, ne? Okay, dann würde ich sagen, sind wir aber auch am Ende der Folge und natürlich auch am Ende von diesem Spielvorstellung. Ich denke, die war ganz cool. Wir haben alles gesehen. Gehe ich mal fast von aus, ne? Wir haben ja produktionsmäßig Entwicklung, Modellkauf, Forschung, Tuning, Auftrag, das haben wir alles gehabt. Personal, wir haben geschult, Stufenaufstieg gemacht, einstellen lassen, ist klar. Werbung, Marktforschung konnten wir irgendwie auch mal machen. Artikel kaufen haben wir auch gemacht. Infos sind klar. Personalforschung kann man sich die Leute halt hier angucken. Das war ja auch klar. Das ist alles gut. Sonst, was hatten wir noch? Info, Personal, Forschung. Ja, da sieht man halt nochmal, wie wir geforscht haben und so weiter und so fort. Das ist alles prima, Infos sind durch. Ja, da würde ich sagen, nächstes Mal machen wir noch das andere Let's Play zu Let's Play, das andere vorgestellt zu Ende. Da haben wir ja noch was offen, das wollen wir dann auch noch hinkriegen. Und ja, dieses Spiel, denke ich mal, ist für günstig Geld eine Sache für mal zwischendurch. Aber so der Anspruch auf Dauer, denke ich mal, ist jetzt nicht so hoch. Da müsste man mal gucken, aber ich bin jetzt nicht so derjenige, der sagen würde, das ist so ein Spiel, was du 10 Jahre spielen kannst und hast immer noch Bock drauf. Das sieht eher weniger aus. Alles klar, aber für kleines Geld lohnt sich das Spiel bestimmt und es macht ja auch ein bisschen Fehz, das zu machen und ja, da muss man mal gucken. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinschaut und genauso gerne könnt ihr für dieses Video einen Daumen hoch geben und gerne die Glocke euch anmachen, wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins und genauso gut einen Kommentar zu schreiben. Wenn ihr jetzt unbedingt noch eine Folge mehr sehen wollt, weil ich da noch irgendwas vergessen habe zu testen, dann schreibt das gerne rein, dann machen wir das auch noch. Und ja, dann ist es noch, dass ihr das vielleicht teilen könnt auf anderen Kanälen, dann kriegen andere mit, wie cool dieses Spiel doch dann ist für einen kleinen Preis. Okay, ich wünsche euch was. Bis nächsten Mal. Ciao.